Seid gegrüßt, Erzählfreunde. Ich zeige euch heute, wie ich meine ProLine Hurrix Predator Reifen mit den Injora Felgen und den ProLine Single Stage Einlagen einbaue. Dazu habe ich noch hier vorbereitet, die Gewichte werde ich auch noch mit einbauen. So, dann öffnen wir mal die Packung. Ich befürchte, dass die Originaleinlagen, deswegen habe ich mir auch die Single-Stage-Einlagen geholt, dass die Originalen zu weich werden. Der Reifen an sich ist wirklich sehr, sehr weich. Hat gutes Griffgefühl. Und die Einlagen hier drinnen, die werden dann mit dem Gewicht vom Auto oder mit den hier Gewichten, das soll ein bisschen zu schwach sein, die Serieneinlagen. Genau, deswegen kommen dann die hier zum Einsatz. Schauen wir mal, ob die nicht zu hart werden. Aber ich denke mal, in Kombination mit den Hurrix Reifen wird das, denke ich mal, passen, weil die sind recht, also wie gesagt, die sind wirklich sehr soft, sehr weich, und es wurde schon mehrmals auf YouTube über die besprochen und die wurden nur gelobt. So, dazu habe ich mir ein paar Werkzeuge hier vorbereitet. Wie ihr seht, ich werde jetzt diesen Aeromax Bit-Aufsatz benutzen, um die Felgenringe zu verschrauben. Früher habe ich immer mit einem Akkuschrauber das gemacht, aber da ist halt die Gefahr, dass man ein bisschen zu schnell ist und dann mit ein bisschen zu viel Kraft arbeitet, dass man dann die Schraube überdreht und dann hat man ein Problem, die wieder rauszudrehen. Deswegen mache ich ab jetzt alles per Hand. Funktioniert auch recht gut. Hat sich schon mehrmals bewertet. Genau, das sind hier die Schrauben, die mit der Felge gekommen sind. Das ist die Felge hier. Finde ich recht okay vom Design, hat mich angesprochen. Genau. Dann starten wir mal hier. Dann nehmen wir mal, das ist ein 2,5 im Bus. Machen wir den äußeren inneren Ring weg. Kommt dann in die Felge rein. Schaut das so aus. Soweit ganz gut. Genau, mal den Radmitnehmer, den schrauben wir jetzt auch ab. Das müssen zwei sein. Genau. Nee, das ist auch ein 2,5er. Das Werkzeug, was ich benutze, das ist von Vanquish. Das zeige ich euch gleich. Finde ich vom Design sehr ansprechend. Hinten der Kopf ist auch kugelgelagert. Ist wirklich sehr nice. Und die Spitze, genau, so wirklich von der Qualität her richtig geil. Vorher habe ich, oder was ich immer noch benutze nebenbei, das sind diese hier. Das sind die von TFL. Ich muss sagen, also Preis-Leistung, was habe ich für die bezahlt? Ich glaube, die 25 Euro, glaube ich, sind wirklich sehr, sehr gut. Die Spitzen
sind auch noch in Ordnung. Die haben wirklich einiges mitgemacht. Genau. So, dann kommen wir zu dem Felgenring. Also, ich mache das so. Die Schrauben tun wir zur Seite hier. Also ich würde euch raten, tut euch die Schrauben immer erst sortieren, weil da gibt's, sind mittlere Größen. Das sind auch die kleinen für die Ringe hier. Dann haben wir die größeren für die Radmitnehmer und für die Felge. Also am besten die gleich mal sortieren. Dann habt ihr das später ein bisschen einfacher beim Schrauben. Haben wir schon gleich gemacht. Also die Vorbereitung ist A und O, wenn ihr sowas macht oder allgemein, wenn ihr etwas rumschraubt, wenn man sich die Sachen vorher vorbereitet zur Seite legt. Also es hat jetzt nicht jeder die Möglichkeit, dass er so einen Hobbyraum hat, wo er alles griffbereit hat. Dann ist das schon praktisch, wenn man sich dann schon im Vorfeld Gedanken macht, was man macht, wie man es macht, die Sachen gleich zur Hand hat. Sonst muss man ständig aufstehen und ja, das macht dann auch nicht so riesen Spaß. Also, ich mache das so. Das ist jetzt ein 1,5 mm im Bus. Und es reicht vollkommen aus, wenn ihr das dann so mit der Hand verschraubt. Handfest erstmal. Es geht viel schneller. Wie gesagt, ich habe es früher mit dem Akkuschrauber gemacht. Aber bis man es angesteckt hat und damit dem Akkuschrauber hier reinfädelt und dann startet mit dem Akkuschrauber und dann ist auch die Gefahr, man hat halt nicht das Gefühl, wie wenn man es jetzt mit der Hand macht, dass man sich das Gewinde kaputt macht. Deswegen würde ich euch empfehlen, und ich mache es wie gesagt jetzt so, dass ich es dann mit so einem, ja, das ist ein Bitaufsatz. Man könnte auch, wenn ihr sowas nicht habt, also jetzt normal 1,5er Imbus nehmen, draufstecken und dann nicht hinten am Griff anfassen, sondern hier vorne anfassen und einfach so mit den Fingern drehen. Das geht ganz einfach und das geht wirklich sehr, sehr schnell und ist effektiv. Genau, ich werde das jetzt hier nehmen und dann seht ihr, wie das funktioniert. So. Genau, die Felgen werde ich, das werden also diese Reifenkombination, das wird so ein Universal-Radsatz sein, wo ich nach Belieben oder je nach Einsatz werde ich sie mitnehmen und dann, ich habe ja mehrere Fahrzeuge, das werdet ihr jetzt dann im Laufe der Zeit sehen. Die werde ich dann je nach Einsatz dann drauf machen. Ich habe bis jetzt die Lewis Champ Reifen habe ich drauf, auch auf der Injura Felge mit der Originaleinlage. Finde ich für meinen Traxxis Defender ein bisschen zu weich, weil der hat doch ein bisschen Gewicht. Ich habe noch was an den Achsen gemacht mit dem Gewicht. Und ja, also man merkt, wenn man jetzt bergunter fährt und dann einlenkt steil, dass sich der Reifen geht dann über die Felge drüber und er schaut dann nicht mehr so skelig aus und der ganze Grip geht auch verloren. Deswegen werde ich dann diese Reifen hernehmen und die Champ, die Lewis Champ Reifen, da werde ich noch versuchen, oder ich werde mir noch die ProLine Dual Stage Einlagen kaufen. Das sind ja so ähnliche, die haben einen harten
Bereich und dann ist außen so ein Schaumstoff ein weich, also da ist quasi ja einmal gut quasi für den Seitenhalt und man hat trotzdem ein bisschen das weiche Schaum. Also ich weiß es nicht, man muss da ein bisschen testen, man schaut vieles an und hört, und aber im Endeffekt muss dann jeder für sich entscheiden, was er für ein Auto fährt, welchen Einsatz, wie schwer ist das Auto. Das sind halt mehrere Faktoren. Das muss man sich einfach mal durchtesten. Genau, so, das haben wir dann auch gleich durch. So, was gibt es noch zu erzählen? Ich mache gerade ein Projekt. Und zwar wird das ein Powerwagon. Den baue ich mir selber zusammen jetzt. Habe ich das Vanquish VS4 Chassis mit dem dazugehörigen Getriebe habe ich hergenommen. Als Achsen habe ich die TRX Achsen genommen. Die habe ich dann umgebaut. Ich habe das Kunststoffgehäuse demontiert, habe dann das Stahlgehäuse genommen, zwecks Gewicht. Genau, da seid mal gespannt, den werde ich auch mal demnächst mal vorstellen, mal zeigen. So, genau, also das haben wir jetzt gemacht, dann geht man mit Gefühl jede einzelne Schraube nochmal. Ich mache sie handfest, weil an diesem Ring da sind keine Kräfte, das ist einfach nur von der Optik her, damit es optisch passt. Also wie gesagt, ganz easy, mit Handgefühl. Wichtig ist, dass euer Werkzeug, dass die Spitze vorne, dass der nicht abgerundet ist, weil da ist die Gefahr, wenn ihr nicht richtig ansetzt, dass ihr euch den Kopf überdreht und dann habt ihr ein Problem. Deswegen, also wie gesagt, bei solchen Schrauben, bei den kleinen, immer darauf achten, dass das Werkzeug in Ordnung ist, sonst habt ihr später ein Problem und dann ja, schaut dann nicht mehr so schön aus und man ärgert sich. Genau, so. Da sitzt recht fest. Also wie gesagt, von der Qualität her bin ich echt zufrieden mit dem Werkzeug hier. So, gleich durch. Es sieht zwar nach viel Arbeit aus, wenn man sich die ganzen Schrauben hier anschaut, aber ich finde, es geht. Wenn man die erste Felge macht, dann geht es mit den anderen drei viel, viel schneller. Ein bisschen. Was noch zu erwähnen wäre, also ich habe früher mal ein Problem gehabt mit dem, ich kann mich jetzt nicht erinnern, welcher Reifen das war, aber auf jeden Fall müsstet ihr auch drauf schauen. Nicht jeder Reifen passt mit jeder Felge. Das heißt, zeige ich euch gleich, dass der Durchmesser von dem Reifen mit dem Durchmesser der Felge passt. So, schaut mal hier. So, genau. Also ist bei dem jetzt, bei dem Proline mit dem Injora-Felgen passt das perfekt. Was ich damit meine ist, wenn ihr jetzt die Felge hier in den Reifen reinschiebt, da seht ihr ja, der passt perfekt. Der passt wirklich sehr, sehr gut. Bei manchen Kollegen habe ich mal mitbekommen, dass der Reifendurchmesser groß ist und das schaut halt so aus. Dann habt ihr ja an den Seiten als Spiel und man kann da nicht richtig greifen. Dann springt der Reifen beim Zuschrauben so raus und dann, ja, es ist dann wirklich sehr, sehr ärgerlich. Aber
So die Kombi, also Pro-Line allgemein mit dem Miniora, passt wirklich sehr, sehr gut da. Das kann ich euch empfehlen. So, dann Ring haben wir gemacht. Kommen wir zur Seite. So, dann nehmen wir die Originaleinlage raus. Schaut so aus, ist wirklich sehr, sehr weich. Eventuell, wenn man einen leichten Crawler hat, wird vielleicht die Kombi passen. Was denn ist, aber für meine Fahrzeuge, die ich habe, das ist zu schwach. Deswegen nehmen wir mal die bisschen stärkeren Einlagen. Und das müsste dann passen. So, da sind die Einlagen. Am besten die Einlage knicken. Und dann tut sie die in die Felge vorsichtig einfädeln. Der Reifen. Müsst halt aufpassen, also jetzt nicht zu sehr aufreißen, nicht, dass er noch reißt. Wobei der wirklich sehr flexibel ist, aber trotzdem ein bisschen mit Gefühl im Arbeiten. Genau. Dann ist er drinnen. Kurz anschauen, dass alles passt. Dann kommt der Ring jetzt hier. Den Ring müsst ihr, also ich mache das so, ich tue erst genau über den Reifen rein. Dann drücke ich ihn in die Einlage. So, schaut ihr, dass der überall gleichmäßig drauf ist. So. Ich werde jetzt den äußeren Ring, weil auf der Seite, es gibt ja zwei Seiten, die sind nicht laufrichtungsgebunden, könnt ihr jede Seite hier nehmen. Ich nehme die Seite, weil auf der anderen Seite ist so ein Punkt, finde ich nicht so schön. Nehme ich die Seite, aus meiner Außenseite. So, dann schieben wir das hier langsam drüber. Das, also ich muss sagen, das funktioniert super. Ganz easy, perfekt, so muss das auch sein, dann macht das Schrauben auch Spaß. So. Ein bisschen ausmitteln, schauen, dass dieser Alu-Ring richtig sitzt. So, dann nehmen wir den inneren Ring. Ja, da würde ich euch, da muss man auch so ein bisschen erstmal tun. Über den Reifen. So. Zack. Da haben wir schon. Gut, andere Seite kurz anschauen. So, dann nehmen wir mal, das ist ein 2,5er. Ist der hier, genau, meine Schraube. Ich tue immer die erste Schraube kurz reinschrauben, dass sie anbeißt. Die nächste. Mal gegenüber, mal diagonal. Und dreht die erste Schraube nicht leicht zu, sondern lasst immer ein bisschen Spiel. Schaut euch den Reifen an, ob der richtig sitzt. Wie der sitzt, ob der Sitz okay ist. So, wenn das dann so weit passt. Dann könnt ihr immer abwechselnd die Felge dann zuschrauben mit den beiden Schrauben. Hier auch wieder erstmal handfest. So, dann sitzt schon mal,
das Ganze. Und dann könnt ihr gleich die nächsten Schrauben hier, die restlichen Schrauben nehmen. Und dann ganz easy verschrauben. So. Es geht wirklich sehr schnell mit dem Einbau. Wenn man die ganzen Schrauben sich anschaut, am Anfang denkt man, boah, das ist hier ein Haufen Arbeit, 4 Felgen, Reifeneinlagen, Ringe und alles. Aber wirklich, wenn das alles passt, dann geht das ratzfatz. So, gehen das einmal drinne. Hier dann auch wieder. Diagonal, handfest anziehen. Ob alle fest sind, dass man keinen vergessen hat. Passt. So, dann kommen wir zu dem Radmitnehmer und dem Felgengewicht. So, wie viel Gramm das hier sind, das weiß ich nicht. Das müssen, ich schätze mal, um die 80 Gramm. Da gibt es welche, die sind die Hälfte ungefähr von dem. Ich habe jetzt die genommen. Genau, früher habe ich das so gemacht, wo ich diese Gewichte nicht hatte, habe ich mir auf den Aluminiumring so Felgengewichte, also von dem Autoreifen, hier dran geklebt, so eine Schicht oder zwei Schicht. Genau, und dann habe ich das Gewicht dann gehabt. Aber so, ja, der Nachteil ist halt, dass man hat dann die ganze Masse, dreht sich dann mit, geht dann auf einen Antriebsstrang, auf das Getriebe. Genau, und Moment mal, was erzähle ich denn jetzt gerade? Ziemlichen Schmarrn, das ist ja das Gleiche. Es ist ja im Endeffekt das Gleiche. Also wie gesagt, ich meine, hier dreht sich das auch. Hier, das ist ja auch quasi an den Reifen dran. Was optimal ist, wenn ihr wenn ihr jetzt Portalachsen habt, an den Portalachsen da die Gewichte dran macht, dann habt ihr keine rotierende Masse. Das ist dann auf jeden Fall besser für das Getriebe und für den ganzen Antriebsstrang, aber jetzt für meine Verhältnisse, es kommt immer darauf an, wie viel man fährt, wo man fährt, wie schnell man fährt, ist das okay. Gut, dann machen wir das jetzt mit dem Radmitnehmer. Also, wie gesagt, das hier, ganz easy, die passen auch nicht nur auf die Niora-Felgen, sondern auch auf die anderen China-Felgen, sehen ja alle gleich aus. Passen die Gewichte ganz gut. So, und dann tut es ja hier auch ausmitteln, die Löcher. Das Gewicht. Radmitnehmer. Passt, mit dem Finger gegenhalten. Da rein. Gemacht. Hier sind die richtigen Schrauben. Die sind ein bisschen länger. Und diese Schrauben sind von, also wenn man jetzt keine Gewichte benutzt, sondern nur die originalen Mitnehmer hier, so wie hier, dann passt das. Aber durch das Gewicht ist der Abstand ein bisschen größer und deswegen braucht ihr andere Schrauben. Die sind aber mit den Gewichten mit dabei. Das müsste ein 2 mm Imbus sein. Genau.
Ja, es ist ein bisschen schwer, wenn man redet und dann hier rumschraubt. Da ist die Konzentration nicht bei der Sache. Zack, geht aber. Wieder kurze Kontrolle. Aber wenn eine Schraube sitzt, dann sind die anderen Löcher auch passend. So, restliche Schraube in die Hand. Ja, auch ganz easy. Mit Handgefühl reindrehen. Bei dem Radmitnehmern, da habe ich mir andere bestellt. Die müssen die Tage kommen. Die Originalen müssten von der Stärke her, messen wir gleich ab, sind nicht so dick, weil ich brauche, ich habe das Problem, dass bei meinem, bei den Traxxis und bei den Axial, die ich habe, da habe ich ja noch Gewichte an den Portalen. Und die Radmitnehmer von den Achsen, das haut mich hin, auf jeden Fall schleift das hier und ich kann es dann nicht richtig verschrauben. Also habe ich mir die Radmitnehmer in 50 mm Größe bestellt. Das heißt, dann schauen die so ungefähr so raus. Dann steht halt der Reifen ein bisschen weiter draußen aus den Kotflügeln, aber finde ich nicht so schlimm. Wie gesagt, kommt immer auf den Einsatz drauf an, aber ich finde das so okay. Und genau, so, da haben wir es schon. Kurz überprüfen. Sitzt. So. Sieht man, was ich auch so schön finde, ist mit den Gewichten, da sieht man hinten, schaut aus wie so eine Scheibenbremse, das Gewicht. Nehmen wir hier. Finde ich von der Optik her auch mega. Macht schon was aus. So. Das war's. So schnell ging das jetzt. Haben wir es gemacht. Man hat hier ein bisschen Luft oben, das ist gut. Da ist halt von der Auflage, wenn dann unten da steht, ein bisschen mehr Grip. Was für mich halt hier wichtig ist, wenn man dann irgendwo einen steilen Berg abfährt und einlenkt, dann hier ist die Stabilität deiner Reifen. Sonst bei dem alten Reifen, da ist der Reifen ganz hinten, ist die Felge am Boden und dann könnt ihr euch den Reifen kaputt machen und es passt einfach nicht zu dem Fahrtbild. So, das müsste soweit passen. Bin mal auf die Fahrt gespannt, wie sich der macht. Der Hyrex mit der Einlage. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde jetzt in der Zeit, wo so ein bisschen Schnee draußen ist, ein bisschen schlechtes Wetter ist, werde ich mal versuchen, so mehr Videos zu machen, wo ich ja an den Autos rumschraube, etwas repariere oder optimiere, tune oder wie auch immer. Und sobald es dann draußen wieder schöner wird, dann bin ich auch mehr mit den Autos unterwegs. So, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal. Würde mich freuen. Macht's gut.